Nissan. Nissan. Nitson. N wie Nathan. I wie Ida. Z wie Zürich. O wie Otto. N wie Nissan. Ja, danke. Schriftsteller Paul Nisson lebt seit 1977 in Paris. Er schreibt auf Deutsch. Und doch nennt ihn die französische Presse un de nos grands poètes. Tout le monde va profiter de moi. Eine französische Filmequipe dreht mit Nisson. Die Aufmerksamkeit der Medien und der Kritik, die ihm in Frankreich zuteil wird, ist größer als jene in seinem Heimatland, der Schweiz. Ein Filmteam des Schweizer Fernsehens in Nisons Zürcher Altstadtwohnung. Dieselben Fragen, die ihm 1967 gestellt wurden, stellten wir ihm 4 Jahrzehnte später noch einmal. Die Antworten zeigen, wie sehr er selber geblieben ist. Ich habe noch einige Fragen. Alter? Alter. 38. Im Dezember 80. Herkunft? Geboren in Bern. Geboren und aufgewachsen in Bern. Wohnort? Zurzeit in Zürich. Paris, hier. Montparnasse. Zivilstand? Geschieden. Geschieden zum dritten Mal. Ausbildung? Ich bin ausbildungsmäßig Kunsthistoriker. Ausbildungsmäßig Kunsthistoriker, seit etwa 8 Jahren freier Schriftsteller und Kunstkritiker. Freier Schriftsteller und Kritiker, Kunstkritiker. Schriftsteller. Können Sie als Schriftsteller leben? Schriftstellerberuf? Ich könnte vor Schriftstellerei nicht leben. Von Schriftstellerei könnte ich nicht leben. Kunstkritik ist nicht nur eine Sache zum Geldverdienen, sondern ich betrachte mich als einer der Schriftsteller. Es gibt ein paar Beispiele in Italien und Frankreich, die sozusagen Arm in Arm mit der bildenden Kunst gehen. Sozusagen Arm in Arm mit der bildenden Kunst gehen. Es ist mir ein Bedürfnis, dauernd dabei mitzumachen, was auf dem Gebiet der bildenden Kunst passiert. Ich lebe seit sehr langem davon, ja. Haben Sie Vermögen? Kein Vermögen, nicht besitzbildend. Das einzige Vermögen, das ist diese Wohnung. Was sind Ihre Zukunftshoffnungen? Ich möchte das aufreibende Leben eines, der sich ununterbrochen zersplittern muss, um doch ganze finanzielle Sachen zu machen. Das möchte ich vereinfachen. Ich möchte langstreckiger an einer Arbeit sitzen können. Ich hoffe, dass etwa vor einem Jahr begonnene Buch abschließen zu können. Machen Sie die Schweizer Gesellschaft oder die Gesellschaft schlechthin verantwortlich für die ungenügenden materiellen Bedingungen? Zustand als Schriftsteller. Nein. Materielle Zustand. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Ich finde, das ist... Das ist ein Beruf mit eigenem Einsatz und mit starker und entsprechend eigener Existenzform. Entsprechend eigener Risiko? Nein, meine Existenzform ist eine Privatunternehmung, Privatentscheidung und hat nichts mit der Gesellschaft zu tun. Wie stellen Sie sich zur Schweiz als politischem System? Sozusagen zum Grip der Schweiz als System, nämlich zu dem Grip, den eine Demokratie garantiert, stehe ich natürlich vollkommen positiv. Total positiv. Zur Schweiz als Lebenswirklichkeit, wie sie stagniert und konserviert, stehe ich mentalitätsmäßig nicht nur kritisch, sondern sehr abwehrend gegenüber. Sehr abwehrend gegenüber. Ja, es hat schon mit dem, natürlich das demokratische System, ja. Ich möchte auf keinen Fall in einem totalitären oder System leben. Für wen schreiben Sie? Wenn ich mir also vorstelle, dass ich für... Wenn ich mir vorstelle, für einzelne Leute zu schreiben und etwas zu sagen zu haben, so muss das keine Wirkung haben. Das ist klar. Das ist schon mal klar. Das andere, warum ich für mich schreibe, da gibt es noch eine andere Antwort. Das geschieht aus einer Art Auflehnung, Rebellion oder Stolz zu leben, nicht in einer Bewusstlosigkeit oder, wie ich es nenne, in einer richtigen Untermiete zu verbringen.
nämlich in der Untermiete von Vorstellungsklischees, die man einfach übernimmt, einfach weil sie einem mit einer Glocke eingeläutet worden sind. Für mich ist eigentlich der erste Gegenstand deines Engagements zu leben, als Datum überhaupt, schon nur aus dem Grund, weil es vermutlich nur einmal stattfindet. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang immer nur diesen schöpferischen Prozess, in dem ich mich seit eh und je befinde und gefangen fühle, als meine Lebenskondition empfunden. Und das ist natürlich auch eine Last, aber ich habe kein anderes Leben. Wie leben Sie in der Schweiz? Ich lebe ziemlich exklusiv. Unoffiziell, unoffiziös. Eine der Freiheiten im freien Beruf sehe ich darin, dass ich nur mit Leuten und Institutionen zusammenkommen muss, die mir direkt etwas bedeuten. Ich sehe nicht drin, dass ich nur muss mit Leuten und Institutionen zusammenkommen, wo mir direkt etwas bedeuten. Was sind das für Beispiele? Beispielsweise merke ich, mit einzelnen Ausnahmen, dass es Menschen sind, von denen man sagen kann, sie wären in einer Art Untergrund. Oder nicht integriert in das, was man die Gesellschaftsschicht nennt. Zum Beispiel Mader. Unter ihnen Friedrich Kuhn. Friedrich Kuhn, der große Ungebärdige, war jahrzehntelang ein legendenumwitterter Geheimtipp. Paul Nison hat Friedrich Kuhn früh schon und zu Lebzeiten ein Buch gewidmet. Er straft mit seiner kolossalen Existenz die Scheinheiligkeit der Bürger und Polizei, aller patriotischen Credos und Fanatismen Lügen, auch die Fadenscheinigkeit normaler Karrieresucht. Er dichtet das gesellschaftlich Geltende um in absurde Märchen, in welchen nur die scheinbar sinnlosen Freuden und fantastischen Ungereimtheiten Geltung besitzen. Wenn es sein muss, ist er schnell ein Chicago Cosa Nostra Boss mit Pistolengestik oder ein Zauberer. Er entschwert die fatalen Wichtigkeiten, er besudelt das Erhabene, er denunziert die kollektiven Vaterunser. Ein versteckter Menschenfreund. Die Kühe geben ihm Pfötchen. Aber aus dem nächsten Busch kommt er als Partisan hervor. Schreiben ist Lebensgewinn. Das ist Paul Nisons Erfahrung. Den bürgerlichen Beruf hat er bald abgeschüttelt, um nur noch seiner Kunst leben zu können. Er ist überzeugt, der Beruf des Künstlers sei der einzige Beruf, der dem Leben gerecht werde. Eine solche Radikalität hat ihren Preis. Wie bezahlt er ihn? Ich kann mich vorher einige Monate mit journalistischen oder Auftragsarbeiten eindecken und schauen, dass mir etwas übrig bleibt. Es ist möglich, dass der Verlag mir in Form von Vorschüssen hilft. Es ist auch möglich, dass ich ein Stipendium oder einen Preis in diese Arbeitszeit investieren kann, wobei diese Preise und Stipendien natürlich nicht so groß sind, dass man beispielsweise ein ganzes Jahr davon leben könnte. Bei mir ist es auch schon vorgekommen, dass ich, um Arbeitsstrecken durchhalten zu können, einen Teil meines Hausrats verkaufen musste. Zum Beispiel Bilder, die ich im Verlauf meines Lebens erworben oder geschenkt bekommen hatte. Die Verbindung zum Herkunftsort Bern hat Nison nie gekappt. Er taucht immer wieder in der Schweiz auf. So zur großen Ausstellung seines 1997 verstorbenen Freundes Wilfried Moser im Kunstmuseum Bern. Mit ihm teilte Nison seine Leidenschaft für die Großstadt, die Urbomanie. Und beide verwirklichten diese Leidenschaft in Paris. Er war ein Abenteurertyp, kühn, nicht nur neugierig, rasch wie seine Malerei mit diesen kleinen Pinselhieben, mit dieser Staccato-Rhythmik, sondern auch als Person war er sehr schnell, nah an die Dinge herangehend, entflammbar, parteibeziehend und so weiter.
Was mich interessiert, das sind diese wilden Geschichten, die zum Beispiel von den Brandmauern herkommen, den abgegriffenen, abgerissenen Plakatwänden, also die verletzte Haut der Großstadt, die noch voller Schweiß und, wenn man übertreiben wollte, Blut und Ausdünstungen ist. Wir waren befreundet und waren beide Paris besessen, hatten auch mal ein Projekt, was wir zusammen machen wollten, nämlich Urbomanie. Die größte Lehre der Menschlichkeit sind diese untergründigen Transportwelten, wo alle Unterschiede abgeschafft werden, Unterschiede der Klasse, des Reichtums, der Geltung, der Sprache, der Bedeutung, und alle in diesem Orkus vorbeitransportiert werden und hoffen, dass sie eh wieder ins Tageslicht kommen und was bei einigen nicht stattfindet. Also, ich liebe die Metro. Die Straße vor und zur nächsten Station laufen ist immer ein Weglaufen. Und schon beim Abstieg, im Anprall dieses warmen, dumpffauligen Aufwinds, der einen anfällt und packt, dass man sich dagegen stemmen muss und nach den wegflatternden Mantelstößen greift, an den paar empor und ans Tageslicht steigenden Unbekannten vorbei, die ich grüßen möchte, ich grüße sie insgeheim, schon beim Abstieg wird mir immer gleich wohler und leichter. Unten habe ich immer dieses Solidaritätsgefühl, weil ich vor lauter Mitlaufen, Mitgehen ganz von mir absehen kann, ganz von mir freikomme. Mehr noch als an den Stationen empfinde ich es in den langen, hallenden Gängen, die man beim Umsteigen von einer Linie zur anderen zu durchqueren hat. Es ist kühl und kalt hier, kahl hier, und ich laufe in diese andrängenden Gruppen, Massen, Armeen hinein, bis ich nur noch Beine sehe, mich kreuzende Beine, Hosenbeine, Strumpfbeine und Schuhe aller Art, hochgesockelte, Stöckelschuhe und Espadrille, Turnschuhe, Stiefel, ein Wald von Beinen. Hier beim Besuch in Bern 2009 holt Nison unversehens seine Vergangenheit ein. Eine, die mittlerweile längst Literatur geworden ist. Nison war nämlich als Kunstkritiker der Neuen Zürcher Zeitung ein Vorgänger von Matthias Frehner. Und der hat jetzt als Direktor des Kunstmuseums Bern Nison zur Moser-Ehrung eingeladen. Bevor ich hierher kam, war ich Kunstredaktor der Neuen Zürcher Zeitung. Und da hat mir mein Vorgänger Richard Häsli immer so geheimnisvoll gesagt, da gab es seinen Vorgänger, das war der berühmte Nison. Aber das war ein bisschen schwierig, der ist von einer Dienstreise nicht mehr zurückgekommen, der hat sich abgesetzt, der hat doch recht gehabt, wir hätten das auch tun sollen. Das haben Sie auch sehr schön beschrieben, Herr Nison, in einem Ihrer Werke, diesen Ausbruch aus einem bürgerlichen Leben, das wir dann, Häsli und ich, halt geführt haben. Ich lese aus der Erzählung Untertauchen, Protokoll einer Reise. Die Erzählung handelt von einem jung verheirateten Mann, Journalist, der im Auftrag einer Zeitung nach Barcelona fährt, widerwillig und dort kaum angekommen in den Schatten taucht. Er kommt sich und seinen ganzen Verhältnissen abhanden. Am Schluss des Buches ist er allein. Aus seinen familiären und seinen beruflichen Situationen entlassen. Es war ein Nachtlokal, wie ich dem Eingang mit den aushängenden Fotos, vor allem aber der jetzt bei Tageslicht nicht brennenden Neonschrift anmerkte. Diesen auf dem Stein angebrachten, unangezündet nackt wirkenden Glaskörperchen der Buchstaben. Sie buchstabierten La Buena Sombra. Wir tanzten ohne zu reden und ich starrte in diese Züge, in die glänzend braunen Augen, den leichten Trotz um den Mund. Ich spürte, dass dieser Haut jederzeit das Blut zu Kopfe steigen konnte. Ich sah das kindliche und ahnte verhaltenes Feuer, die Möglichkeit zu einer übermütigen Lustigkeit witterte ich und eine momentane Sorge, die sie gefangen nahm. Ich fühlte Weichheit in ihrem Körper und spürte das Gelenkige auf,
auch träges. Und staunend, nein, fassungslos wurde mir bewusst, dass mir alles an dieser Frau gefiel. Ausgebildeter Kunsthistoriker, der er ist, hat Nison die Schweizer Kunstkritik belebt, erneuert sogar, weil er sie mit dem Impetus des Literarischen aufgeladen hat. Persönlich ist mir natürlich unvergesslich aus meiner eigenen Kunsthistoriker-Ausbildung ihr Werk, Diskurs in der Enge. Die alten Professoren sagten, ihr müsst die Bibel lesen, ihr müsst Ovid lesen und so weiter. Aber in meiner Generation hat man ihr Buch gelesen. Jeder, der sich mit Schweizer Kunst beschäftigt hat, hat ihr Buch gelesen. Und was sie da geschrieben haben, hat uns dann unsere eigenen Ideen untermauert. Diskurs in der Enge ist ein ganz wichtiges Werk. Nison versucht darin zu beantworten, weshalb viele Schweizer Künstler ihren Erfolg im Ausland suchen müssen. Die Auseinandersetzung mit dieser Enge, mit der Schweiz, aber setzt sich durch Nisons ganzes literarisches Tun fort. Zum schweizerischen Herzigkeitsstil als Ausdruck einer tief gestörten Weltbeziehung. Wenn man etwa im Zug, ich meine im Zug nach Paris, im TGV, Schweizer Reisende reden hört, reden über was immer, über eigene oder lokale Angelegenheiten oder gar weltbedeutende Gegenstände, dann trieft das Harz einer guten Denkungsart und eines Biedersinns im Worte kneten mit, ein Harz, eine Absonderung, ein fädenziehender, gummiartiger Stoff. Es ist das Harz einer jahrhundertelangen, luftdichten Abkapselung, eines Stehengebliebenseins, einer anachronistischen Lichtung des Geistes, nicht nur ein Hinterwäldlertum, nein, ein selbstüberzeugter Sektenton, das Harz gebildet in langen Generationen des Verschontseins von Welt. Die Ausstellung der Werke von Nisons Freund Moser gibt Matthias Frehner Gelegenheit, Nison in Worten zu würdigen, die man von akademischen Kunstwissenschaftlern beileibe nicht zu hören gewohnt ist. Ich glaube auch, dass eben die Literaten letztendlich die wichtigsten Äußerungen über bildende Künstler tun. Diese Texte altern nicht. Jetzt habe ich auch gesehen, wie ich hier mit Tina Grütter die Moser-Ausstellung vorbereitet habe, was sie über ihn geschrieben haben, wenig, aber das ist einfach kongenial zum Werk. Das behält diese Suggestivität, die auch das Werk hat, währenddem das, was Kunsthistoriker und Kritiker schreiben, halt zeitbedingt ist und oft ein bisschen Patina ansetzt, nicht die Dichterworte. Bern ist Schauplatz von Nisons frühem Roman »Im Hause enden die Geschichten«, denn das besagte Haus steht in seiner Heimatstadt. Also das ist die Rückansicht vom. Das ist die Rückansicht meines Kindheitshauses, wo ich bis zum Abitur gewohnt habe. Das sind die beiden Stockwerke und eine Mansarde. Das ist der gelbe Winkel. Und das ist. Und das war ein Mietshaus. Die Gegenwelt war die Casa d'Italia, ein Clubhaus der Fremdarbeiter, der Italiener. Und aus. Als kleine Kinder waren wir oft dort. Ihre Stimmen waren laut, sie lachten viel. Rückblickend war das natürlich ein viel menschlicheres Betragen als auf der anderen Seite. Die Vorderseite des Elternhauses. Da flüchtet einer vor seiner Behaglichkeit. Dies ist dein Haus. Da musst du hinein. Da verschwindest du abends, geduckt, falsch blickend, neidisch und hasserfüllt. Da gehörst du hin. Deine Gerüche, dein Zwielicht, deine Umstände. Hinein ins Haus, das dich erwartet. Ein Haus, ein mächtiges Eckhaus, das seine Kerker im Dachstock trägt, unter den Zinnen und Zähnen der Kamine, das seine Fenster hortet. Von weitem sind die Fenster schwarz, die Scheiben tückisch, wie die Augengläser von Blinden. Das Haus stülpt sich dir über,
Das Haus nimmt dir die Sicht. Du musst das Haus loswerden. Du musst das Haus aufsagen. Das Haus hat seine Straße. Das Haus hat sein Gerücht. Das Haus hat seine Hausbewohner. Das Haus hat seine Gegenden. Das Haus hat seine Todesfälle. Das Haus hat seine Landschaften. Das Haus hat seine Schicksale. Für mich sind Häuser schon hauptsächlich Institutionen zur Verwaltung und zur Einsargung des Individuums bei Lebzeiten. Häuser sind für mich unheimlich erregend, aber auch beklemmend. Überhaupt die Vorstellung, dass ein Haus die Macht hat, Individuen jeden Abend einzuschlürfen, durch den genau gleichen Eingang einzuschlürfen und in diesen statischen Zustand, in diesen häuslichen Stillstand zu zwingen. Es spielt innerhalb von Lebensformen, in deren Zentrum als Wert ausschließlich das Profitdenken und das Gelddenken steht. Als Schattenseite gehört natürlich dazu das entsprechende Dahinsterben bei Lebzeiten. Ich kam innerhalb dieser Recherche dazu, dass die Leute ihre Geschichten im Haus verloren haben. Daraus ergab sich für mich eine neue Thematik, nämlich zu untersuchen, wie kam es dazu, dass alle diese Leute, die in einem Haus einmal angekommen sind, aus einem Leben, wollen wir annehmen, nun plötzlich ihre Geschichte, ihren Lebenslauf verloren haben, nicht? Im Hause enden die Geschichten, im Haus verenden die Lebensgeschichten, frühzeitig. Wem wird dieser Preis bezahlt, dieser Mietspreis? Der Preis für den gedeckten Tisch und die Frau, vor der man sich bereits verstellt, in chronisch schlechtem Gewissen, dieser Lebenspreis? Nison auf den Spuren von Merit Oppenheim, die wie er Paris als Schaffensort gewählt hatte. Und wie etliche andere Schweizer Künstler. Giacometti, Sandrard, Godard, Tinguely, Le Corbusier. Bern und Paris, Schweiz und Frankreich. Ein Einbahnaustausch? Nisons Auffassung von der Deckungsgleichheit von Kunst und Leben führt dazu, dass der Abschluss jedes Romans ein Neubeginn ist, der bewusst im Leben mitvollzogen werden will. 1977 verflüchtigte sich Nison aus der Schweiz. Dies in der Folge des Erscheinens seines Romans Stolz. Auch er provozierte jenen Schritt, den jedes Buch vom Autor verlangt. Den Schritt in künstlerisches und biografisches Neuland. Das Buch hatte großen Erfolg, es kriegte den Prima Literaturpreis. Es war in jeder Beziehung ermutigend, aber nicht für die Psyche des Autors. Weil das die Lebensuntüchtigkeit, die Schläfrigkeit, die selbstmörderische Lethargie dieser Figur als Krankheit verspätet dann in mir ausgebrochen ist. Nachdem ich gedacht habe, jetzt habe ich diesen Kerl, von dem ich schon gedacht habe, er hat mit mir zu tun, umgebracht, also mich von dieser Veranlagung befreit. In Wirklichkeit aber brach diese im Buch intensivierte Veranlagung dann in mir selber als Krankheit aus. Inzwischen war wieder eine Scheidung in der Nähe, bei einer zweiten Ehe. Inzwischen war diese, wie ich es nenne, Liebesvergiftung mit meiner dritten Frau Odile, einer Französin, nach gut geworden. Und ich habe diese gesammelte Krise benutzt, um die Schweiz und mein bisheriges Leben zu verlassen und neu anzufangen in Paris, in einer kleinen Wohnung, die mir von einer verstorbenen Tante zugefallen ist.
Es ist ein Bruch in der persönlichen Existenz, ein Neuanfang, völlig allein. Es ist ein Bruch in der künstlerischen Existenz, in einem anderen Sprach- und Kulturraum als Null anzufangen. Vorher hatte ich einen Namen durch meine Bücher, auch als Kritiker. In Paris war ich Null. Und das war natürlich eine unerhörte Freiheit. Etwas schreiben oder an Land ziehen, das heißt zu Papier bringen. Sonst wirst du krank in dieser Freiheit, unumschränkten. Fast trunken von der Faszination der Stadt, beschwört Nison Paris in pathetischem Anruf. Nimm mich an, bring mich hervor, schrie ich, während ich herumlief. Ich lasse dich nicht, ich will in die Welt. Ich krabbelte durch die abertausend Glieder der Breitgelagerten. Ich schlenderte, stakte, marschierte, rannte durch die Straßen, mit den Beinen durch die unteren, mit den Augen durch die oberen, zwischen den Dächern, in den Straßenfluchten, mit dem herrlich kanalisierten Himmel, dem hellsten Himmel der Welt, stand ich wie in endlos fortgesetzten Kirchenschiffen. Ich sah die Flanken entschweben im alles verzaubernden Licht. Da fuhren sie aus und weg, die weißlichen Häuser fluchten, blinzelnd mit allen Ritzen ihrer Jalousien. Und ich lief an den Trottoiren, unter den Markisen, an den Läden und Bars entlang, Schönheit vor Augen. Ich sah das alles, ich war darin und blieb dennoch draußen ein Fremder. Von den sich schnell verändernden Rändern der Stadt ist Nison nach 8 Jahren umgezogen in eine Wohnung im Zentrum. Die Scheu vor dem Vertrautwerden weicht nur langsam. Wir kamen an einer Reinigung, hier Pressing genannt, vorbei. Ich mag solche Lokalitäten, obwohl da ja mit Ausnahme der heißen Luft und chemischen Properheit wirklich nicht viel zu genießen ist. Muss mit dem fraulichen Reich zu tun haben, mit Sorgen abladen. Hier die schmutzigen Hemden, Madame, hier der zerknitterte Anzug. Bringen Sie es bitte in Ordnung. In meiner ersten sehr kontaktarmen Zeit in Paris lief ich in Waschsalons wie andere ins Kino oder in die Kirche. Zum Neubeginn, den jedes abgeschlossene Buch fordert, gehört auch, einen neuen Arbeitsraum anzumieten. Er ist Nisons Atelier. Diesmal liegt es hier im Quartier Belleville. Wohnung und Atelier sind zwei Welten, die er strikt trennt. In Paris hat er bisher in 3 Wohnungen gelebt, aber etwa 20 verschiedene Ateliers betrieben. Der Bauch des Vases ist hier entstanden. Und da hatte ich ein 2-Zimmer-Appartement übernehmen können von einem Bekannten. Zwischendurch bin ich immer ein bisschen spazieren gegangen auf den Friedhof Père Lachaise, weil ich immer Friedhöfe sehr geliebt habe. Der Friedhof war mein natürlicher Auslauf. Ich liebe die in das Grün der Parks versunkenen Totenstädte, die Grabstätten mit ihrem Nimbus, Rauch von Menschsein, und der Rauch oder Nimbus entschwebt geradeswegs in das Hoheitsgebiet der Bäume, in deren Schatten die Sinnenden sitzen, die Müden, die Verlassenen, die Liebenden, Katzen gehören dazu. Das Grabmal mit seiner Inschrift ist die kürzeste Raffung von Biografie, die lapidare Adresse in der Urbs, die hier als Menschenleere oder einzig von der Erinnerung oder Fama bewohnte Steinstadt so hart an die Natur grenzt. Die Linien des Lebens sind verschieden, wie Wege sind und wie der Berge grenzt. Das Engeln auch zum Lob gerecht. On va la refaire, parce qu'il y a le type qui ne... Mais comment on va le faire? Où? On peut le venir par là? Ein Schweizer Schriftsteller, ein deutschsprachiger Autor in der frankophonen Welt. Il a été bien accueilli. Die Leser Frankreichs haben Nison gut aufgenommen. Er brachte denn auch etwas anderes als das Vertraute, nämlich eine Tiefe, die sich als Leichtigkeit ausgibt. Jenen Reichtum an Imagination, der Nison eigen ist. Bref, tout ce qui fait la personnalité de Paul Nison.
Hinzu kommt, dass er das Glück hatte, ganz vorzügliche Übersetzer zu haben. So kam es, dass sein Ansehen nach dem Erscheinen von Das Jahr der Liebe kontinuierlich wuchs. Ich war ein fanatischer Staatsstreicher, weil für mich eigentlich das Schreiben auch eine physische Angelegenheit war. Ich musste mich unaufhörlich reiben an der Realität des Außenlebens, auch um meine Sätze ins Rollen zu bringen. Ich habe oft gedacht, ich stampfe sie mit meinem Körper, mit meinen Schritten, in meinen Märschen aus. Nison erfindet als Figur den Geher, der wohl er selber ist. Gehend erfährt er seine Themen, findet er seine Stoffe, eignet er sich die Stadt an. Auf dem Weg zum Atelier, auf dem Arbeitsweg. Die Vorstellung der Schöpfung ist dem schweizerischen Denken vollkommen fremd. Das gibt es nicht. In der Schweiz ist irgendein merkwürdiger, harter Begriff einer Durchschnittlichkeit oder sagen wir einer angewandten Kunst oder einer kommentarhaften Kunst oder einer rabauzig-unterschwelligen. Aber die Kunst als eine wirklich göttliche Schöpfung mit allen Ingredienzen der Tiefe, der Schönheit, der Gewalt, das ist etwas, was dem schweizerischen Demokratieverhältnis zutiefst widerspricht und verdächtig ist. Meine Vorstellung von Arbeit ist wirklich eine vollkommene Zelle und auch die Zelle der Schöpfung und die im Grunde genommen etwas Trauriges hat, aber auch etwas Göttliches und vor allem etwas vollkommen Reines und völlig Ausgeschnittenes aus allem. Und dann wird draußen auf der Straße wird das Gefäß wieder gefüllt, der Becher wird zum Überlaufen gebracht, der Innere. Schreibend will sich Nison das Leben aneignen. Aber wo ist das Leben? Fragt er im Titel eines Buches. Es in alltäglichen Begebenheiten aufgespürt zu haben, ist ein Augenblick des Glücks. Eine kleine Ration davon sichert er sich für jeden Tag. Diese Ration Glück ist hier leichter zu finden. Erstens mal schon quantitativ, weil ich überspült werde von Schönheiten in einem Ausmaß, dass es anderswo wohl nicht so leicht gibt. Und zweitens, ich, das ist eine ganz persönliche Feststellung, mittlerweile gewohnt bin, jeden Tag eigentlich zumindest am Morgen so etwas wie einen Glückssprudel zu haben, wenn ich in diese gewaltige Stadt, in diese unglaubliche Größe eintrete. Unterwegs sein zum Atelier ist fast wie eine Häutung. Wohnung und Atelier. Der Arbeitsweg verbindet und trennt die Bereiche, die zusammen das Leben ausmachen. Erstens mal Trennung von häuslichen Umständen und Schreibarbeit. Die Schreibarbeit muss abgesondert, eingesperrt sein, die Geister müssen eingesperrt sein. Keine Besuche, kein Telefon, nichts, nur die Arbeit. Am Abend wird zugesperrt, am Morgen wird aufgemacht und die Arbeit geht weiter. Also die Trennung des Fairen. Auf dem Weg zur Arbeit verwandle ich mich in die literarische Figur, die erzählt. Und dann gehe ich in der Form des Erzählers weiter und bin nicht mehr ich als die Willperson. In diesem Haus ist der größte Teil von einem Roman, Das Jahr der Liebe, entstanden. Es war eine große herrschaftliche Wohnung und ich hatte dort ein sehr angenehmes Zimmer. Und hier war ein relativ bürgerlicher, angenehmer Rahmen. Vor allem war ich allein in dieser Wohnung. Und das ist natürlich ein ganz anderes Einzugsgebiet. Da ist der Arc de Triomphe. Ich habe gedacht, das ist eine tolle Adresse. Da wird es ja sicher für mich auch triumphal zugehen können, letzten Endes. Hinzu kam noch, dass hier in dieser Straße die Sängerin Piaf entdeckt worden ist als Straßensängerin. Ich war glücklich, wenn so etwas sich vorfand. Nicht nur wie ein Wegweiser, sondern wie ein Glücksbringer. Ich habe mich stark mit den Büchern von Paul Nison beschäftigt, ich habe sie alle gelesen. Und am stärksten hat das Jahr der Liebe auf mich Eindruck gemacht. Es ist ein sehr intensives, sehr interessantes, gescheites Buch eines Mannes, der einsam und fremd
nach Paris kommt, dort ein Buch schreiben will, aber dabei zögert, wartet auf die Bereitschaft. Und gleichzeitig, und was mich persönlich auch sehr stark berührt hat, er will Paris kennenlernen. Er hastet beinahe mit einer Art Obsession durch die Stadt, überall über die Plätze, durch die Straßen, in die Lokale und so weiter. Und dieses doppelte Suchen nach dem eigenen Ich, nach der eigenen Existenz, nach dem eigenen künstlerischen Werk, gehen parallel durch dieses ganze Buch. Dichten. Ich glaube, dass bei mir das erotische Lebensgefühl oder besser dessen Erwachen mit dem Erwachen des dichterischen Zwangs eins war. Beides fiel zusammen in einer Woge von Wollust, in einer entsprechenden Sinnverwirrnis. Ich weiß nicht mehr, wann das anfing. Dieses unbedingte Begehren, das Laufen nach Frauen, die Obsession. Und manchmal war ich so besessen, dass mir war, als sei ich mit jedem einzelnen Körperteil jeder Frau einzeln vertraut. Konversation mit Händen am anderen Leib, dies und das andere danach, dieser Sturz aus der Fremdheit, kopfüber in das Verschlingen hinein, als sei es die einzige Möglichkeit der Verständigung, die einzige Sprache auf Erden, so einfach wie das Halbieren des Brots. Es ist ein Gefühl wie beim Schreiben, wenn endlich nicht ich, wenn es schreibt. Ein Überschwang. Bei mir geht eigentlich das Angekettetsein an die sprachliche Arbeit so weit, dass ich behaupten kann, was ich nicht in Sprache bringen kann, existiert nicht. Ein nicht geschriebener Tag ist kein gelebter Tag. Nur was in der Sprache auflebt, gewinnt Existenz. Ein anderes Atelier, ein neues Umfeld, ein anderer Teil der Welt, die es sich anzueignen gilt. Das Atelier liegt unweit der Tantenwohnung, in der alles begann. Hier war mein letztes Atelier. Eine sehr glückliche Schreibzeit, obwohl mit traurigem Hintergrund, weil es war die Zeit meiner letzten Scheidung. Hier habe ich geschrieben, das Feld der Forelle. Und jeden Tag, wenn ich antrat, habe ich die Haut gewechselt und bin in die Figur dieses anderen Erzählers eingetaucht. Wir sind ganz oben auf der Butte Montmartre und hier sind wir also im Norden. Im Winter zum Beispiel ist hier sehr kalt, Stürme, Wind. Und unten, wo ich jetzt wohne, sind wir im Süden, vollkommen anderes Klima. Und das war immer auch schön, von dieser Nordstimmung runterzusteigen. Das Buch spielt in diesem Viertel, also im weiteren Sinn, nicht da oben, sondern unten, wo ich meine Pariser Existenz angefangen habe. Und da ich natürlich nicht nur stracks daherkam, konnte ich wirklich mich wieder ernähren mit dieser ganzen Orts- und Intimkenntnis, so dass ich mir langsam vorkam, wie wenn ich nicht in der Realität, sondern wirklich in der massiven Dichtung mich bewegen würde, wenn ich in diesem alten Quartier bin. Ich wusste immer, dass diese Ausbürgerung und dieser Lebensneuanfang in Paris hätte schlimm ausgehen können. Und ich wollte mir einmal die andere Version in einem Roman vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn es schlimm ausgeht. Und das ist, dieser Ankömmling ist ein Liebesgeschädigter. Es dunkelte vor dem Fenster. Mir war, wie wenn das Licht stufenweise nachließe. Und nun dachte ich, wie, wenn es nicht das Tageslicht, sondern das Augenlicht wäre, das am Verlöschen ist? Schon sah ich mich mit vorgestreckten Händen nach dem Ausgang tappen und draußen nach dem Treppengeländer tasten und um Hilfe rufen.
oder wenn das Herz versagte. Steh nicht so herum, rühr dich. Ich wagte ja nicht einmal, den Mantel abzulegen. Ich nahm den Schlüsselbund von dem kleinen Tisch neben dem monumentalen Fauteuil und schickte mich an, die Wohnung zu verlassen. Ich schloss ab, nahm die Treppenstufen energischen Schritts, um mir Mut zu machen. Jedenfalls wollte ich vor der Concierge-Loge nicht als Jammergestalt in Erscheinung treten. Kaum aus der Tür war das bisschen Mut auch schon verpufft. Dass ich das in einem jahrewährenden Arbeits- oder Schöpfungsprozess mit einem neuen Buch dann schließlich ausschlüpft, ist nicht das Ich, das dieses Buch angefangen hat. Es ist eine neue Ich-Erfahrung, es ist eine neue Selbsterfahrung, es ist eine Selbsterforschung und so weiter. Ich bin ja vor etwa anderthalb Jahren umgezogen. Und ganz am Anfang stieß ich zufällig auf diese kleine Plastik da, der ja von Sutin, man würde sagen, das ist ein Hanswurst. Es ist einfach ein Kloscher, ein Hanswurst. Und ich nahm das als ein Empfangskomitee in einer Person, weil ich dachte, das ist ein gutes Zeichen, dass da, wo ich jetzt versuche, mich einzuleben, in den Bannkreis dieses von mir sehr verehrten Künstlers stoße, der aus Litauen herkam, und der zu diesem künstlerischen Lumpenproletariat der Zwischenkriegsgeneration zählte, von dem die eigentlich alle sich münchhausnerisch an eigenen Zopf aus dem Nichts hervorgezogen haben. Ich liebe den Mann, ich liebe den Umstand, dass ich in seine Nähe ziehen durfte. Der Umzug in die neue Wohnung 2008 führte Nison ins Quartier Montparnasse, ins legendäre Künstlerviertel vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Was mich interessiert, ist das Gewebe des Lebens mit Wortkolonnen abzuführen und an mich zu bringen, weil ich eigentlich von der Grundüberzeugung ausgehe, dass das Leben eine ziemlich undurchsichtige Angelegenheit ist. Und dass die Leute, die mit Geschichtenstrategien vorgehen, Gefahr laufen, diese komplexe Größe zu banalisieren. Der Schriftsteller Georges Arthur Goldschmidt. Als zweisprachiger Autor in Paris hat er einige seiner französisch geschriebenen Bücher selber ins Deutsche übersetzt. Er ist eine deutschsprachige Antwort gegen, nicht an, gegen das geläufige Deutschlandbild oder Deutschbild, das die Franzosen haben. Und da kommt plötzlich der Nison ganz einfach und schreibt dieses wunderbare Deutsch. Es ist eine freie Sprache, eine Sprache der Toleranz. Die Deutschen durch die entsetzliche Geschichte haben irgendwie Schwierigkeiten mit ihrer Sprache, was die Schweizer überhaupt nicht haben. Daher ist es irgendwie ein romanisiertes Deutsch. Es ist eine perfekt, total wunderbare deutsche Sprache, aber die irgendwie anders atmet. Es gibt diese innere Verwandtschaft, dieses Unkomplizierte, einfach drauf losschreiben. Nicht, das ist bei ihm, er nimmt kein Blatt vom Mund, nicht wahr? Er schreibt so unglaublich aufgelöst, würde ich fast sagen. Diese Frauengeschichten sind doch ganz wunderbar und in der deutschen Literatur unter ganz anderer Form. Diese Freiheit der Sexualität gegenüber findet man schwer, glaube ich, auch heute in der deutschen Literatur. Leben ist Schreiben. Schreiben heißt, sich zu befreien. Inwiefern ist denn das Schreiben mit der Erotik verbunden? Insofern es mit dem Schöpferischen zu tun hat und das Schöpferische natürlich mit der Liebe und mit dem Sexus zu tun hat. Ich habe mir einmal gedacht, ich kann eigentlich nur aus einer großen Liebe oder Liebesverlangen oder Liebesnot oder aus einem entsprechenden Enthusiasmus rausschreiben oder aus Hass. Aber ich kann nicht aus einer kühlen, mittleren Lage heraus. Ich kann natürlich, ich muss mich schon entweder aus einem großen Entbehren in die Schrift
werfen oder aber aus einem Tropplin, wenn alles überfließt und so weiter. Aber das ist nur eine persönliche Veranlagungssache. Aber ich glaube, dass erotisiert sein, was im weitesten Sinn natürlich mit Lebensliebe und Menschenliebe zu tun hat, aber der Funke geht ja immer von dem großen erotischen Versprechen der Frau aus. Odile, Nisons dritte Frau, bleibt auch nach der Scheidung weiterhin seine Muse. Sie teilt mit ihm die Ansicht vom Leben, das ganz und nicht zum Teil gelebt werden will. Ich glaube, es ist eigentlich unmöglich, mit einer solchen Person zusammenzuleben. Mir aber sagte das zu. Denn ich bin überzeugt davon, dass die Liebe und das Schöpferische eins sind und beide Absolutheit verlangen. Es ist diese Rigidität in der Liebe und in der Kreativität, die eine große, eine andere Vision vom Leben hervorrufen kann. Sie erzeugt eine Lust zu leben, eine Erscheinungsform von Leben, dem ohne die Liebe jede Intensität fehlt. In dieser Auffassung haben wir uns getroffen, trotz Altersunterschiede und verschiedenen Sprachen und dem Eingeständnis, dass diese Unbedingtheit eigentlich keinen Kompromiss erlaubt. Nicht in der Liebe und auch nicht im Schöpferischen. Ich wurde gefragt, zu welcher Nationalität ich gehöre. Und ich habe lange überlegt und habe gesagt, im Grunde genommen gehöre ich eigentlich nur in die Republik Nison. Einerseits gibt es bei Nison diese besondere Art von Intimität, die ich Intimismus nenne. Denn er spricht hauptsächlich von sich, nicht nur von sich persönlich, aber er findet eine Figur, die im Grund er selber ist. Und dieser Intimismus hat ihm den Anschluss an eine Hauptströmung der französischen Literatur verschafft. So wird diese Anrufung seiner selbst zu einem französischen Aspekt in Nisons Werk. Dieser Hang zum Autobiografischen dominiert in der französischen Gegenwartsliteratur. Und zudem hat sich diese Literatur vornehmlich durch das jeweilige Genre definiert. Nison aber sprengt die Grenzen zwischen den Genres. So verhilft er dem französischen Leser zu einem Befreiungserlebnis. Es gibt bei ihm aber auch einen lateinischen Aspekt. Und dazu gehört das Erotische, die Liebe zu den Frauen, die Sexualität. Das eigentlich französische Parfum, das bewirkt, dass man Nison nicht einfach nur in die deutsche Tradition einstufen kann. Und das führt zu dieser kosmopolitischen Position, die im Zentrum von Nisons Schreiben steht. J'en reviens toujours à cette idée de cosmopolitisme qui est vraiment au cœur de l'œuvre de Paul Nison. Die Musikalität in Nisons Sprache, die Klangfarbe seiner Wortkombinationen, dies alles schleicht sich nicht einfach an der Schreibmaschine in die Texte ein. Ein Tonbandgerät verrät das Geheimnis der Musikalität dieser Sprache. Mit ihm nimmt Nison auf, was er geschrieben hat. Die schönste Landschaft auf Erden, die weibliche Hügellandschaft, deren Bewohner Eros heißt und deren Versprechen die tiefe Lust ist, die in den Schlaf mündet, den Bruder des Todes. Sie ist das Ziel der Reise und der Ursprung der Schöpfung. Alle Künstler und Dichter haben ihr gehuldigt, betört von der Schönheit. Sie hat Kriege entfesselt, Reiche gegründet, Reiche zerstört und die Liebe erfunden, die sehend macht, aber auch blind. Grund zum Glück wie zum Unglück, weil das Glück nie währt, sondern vergeht oder enttäuscht und zum Grab des Traums wird. Die schönste Landschaft auf Erden, die weibliche Hügellandschaft, lieblich und von ewiger Jugend, ist eine Grablandschaft. Darum wird sie Schlange geheißen, die Schöne, weil sie gefährlich ist. Und nun liegt sie da im Liegestuhl und hat die Augen geschlossen und tut so, als schlafe sie, während Mund und Brüste und Schenkel dich anschauen und das uralte Versprechen formen und das Wort Glück flüstern.
Ich habe einen wahnsinnigen Widerstand, mich zu lesen. Zum Beispiel in Form von getippten Seiten. Ich ehre ab, ich denke an alles Mögliche. Wenn ich es aufnehme, kann ich herumtigern und gleichzeitig es abhören. Ich höre da gleichzeitig auch unglaublich schnell die Wiederholungen, die Längen, die rhythmische Stimmigkeit oder Unstimmigkeit, die Abfolge der Tonarten und so weiter, sofort. Weil für mich das Grundsystem meines Erzählmusters ist eigentlich musikalischer Art. Und also das ist, die Bücher sind mehr oder weniger musikalisch komponiert. Bei meinen frühen Büchern habe ich eigentlich oft gedacht, ich möchte sie am liebsten als Tonkassetten verkaufen. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass meine Bücher doch auch sehr viel mit gesprochener Sprache zu tun haben und übers Ohr vielleicht schneller eingehen als übers Auge. Vielleicht. Das Wechselspiel zwischen Ohr und Auge, für das Nison plädiert, verwischt die Grenze zwischen den Sparten. Auch zum Lob gereicht. Noch einmal? Oder was? Weiter? Ha? In diesem Austausch bleibt die Haltung eines Dichters erkennbar, der seiner Ausbildung nach von der Bildkunst herkommt. On est drôle, hein? Kann dort ein Gott ergänzen mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden. Nach 4 Jahrzehnten kehrt Nison 2009 für einen Augenschein wieder in jene Zürcher Altstadtgasse zurück, in der sein literarisches Abenteuer begann. Das Leben kann man ja nie an sich bringen. Man geht irgendeine Deckung vor dem Leben. Alle Berufe sind Deckungen vor dem Leben oder Gefängnisse und so weiter. Und der einzige Beruf, der dem Leben gerecht wird, ist die Erfindung des Lebens an der Front und die Selbsterfindung. Das ist der künstlerische Akt. Die mir direkt etwas bedeuten. Ich sehe nicht drin, dass ich nur muss mit Leuten und Institutionen zusammenkommen, die mir direkt etwas bedeuten. Was sind das für Beispiele? Beispielsweise merke ich, mit einzelnen Ausnahmen, dass es Menschen sind, von denen man sagen kann, sie wären in einer Art Untergrund. In einer Art Untergrund oder sie wären. Oder nicht integriert in das, was man die Gesellschaftsschichten nennt. In dem, was als Gesellschaftsschicht gilt. Zum Beispiel Mader. Unter ihnen Friedrich Kuhn. Der Friedrich Kuhn. Friedrich Kuhn, der große Ungebärdige, war jahrzehntelang ein legendenumwitterter Geheimtipp. Paul Nison hat Friedrich Kuhn früh schon und zu Lebzeiten ein Buch gewidmet. Er straft mit seiner kolossalen Existenz die Scheinheiligkeit der Bürger und Polizei, aller patriotischen Credos und Fanatismen Lügen, auch die Fadenscheinigkeit normaler Karrieresucht. Er dichtet das gesellschaftlich Geltende um in absurde Märchen, in welchen nur die scheinbar sinnlosen Freuden und fantastischen Ungereimtheiten Geltung besitzen. Wenn es sein muss, ist er schnell ein Chicago Cosa Nostra Boss mit Pistolengestik oder ein Zauberer. Er entschwert die fatalen Wichtigkeiten, er besudelt das Erhabene, er denunziert die kollektiven Vaterunser. Ein versteckter Menschenfreund. Die Kühe geben ihm Pfötchen. Aber aus dem nächsten Busch kommt er als Partisan hervor. Schreiben ist Lebensgewinn. Das ist Paul Nisons Erfahrung. Den bürgerlichen Beruf hat er bald abgeschüttelt, um nur noch seiner Kunst leben zu können. Er ist überzeugt, der Beruf des Künstlers sei der einzige Beruf, der dem Leben gerecht werde. Eine solche Radikalität hat ihren Preis. Wie bezahlt er ihn? Ich kann mich vorher einige Monate mit
journalistischen oder Auftragsarbeiten eindecken und schauen, dass mir etwas übrig bleibt. Es ist möglich, dass der Verlag mir in Form von Vorschüssen hilft. Es ist auch möglich, dass ich ein Stipendium oder einen Preis in diese Arbeitszeit investieren kann, wobei diese Preise und Stipendien natürlich nicht so groß sind, dass man beispielsweise ein ganzes Jahr davon leben könnte. Bei mir ist es auch schon vorgekommen, dass ich, um Arbeitsstrecken durchhalten zu können, einen Teil meines Haushalts verkaufen musste, zum Beispiel Bilder, die ich im Verlauf meines Lebens erworben oder geschenkt habe. Die Republik Nizan. Einerseits gibt es bei Nizan diese besondere Art von Intimität, die ich Intimismus nenne. Denn er spricht hauptsächlich von sich, nicht nur von sich persönlich. Aber er findet eine Figur, die im Grund er selber ist. Und dieser Intimismus hat ihm den Anschluss an eine Hauptströmung der französischen Literatur verschafft. So wird diese Anrufung seiner selbst zu einem französischen Aspekt in Nizans Werk. Dieser Hang zum Autobiografischen dominiert in der französischen Gegenwartsliteratur. Und zudem hat sich diese Literatur vornehmlich durch das jeweilige Genre definiert. Nizan aber sprengt die Grenzen zwischen den Genres. So verhilft er dem französischen Leser zu einem Befreiungserlebnis. Es gibt bei ihm aber auch einen lateinischen Aspekt. Und dazu gehört das Erotische, die Liebe zu den Frauen, die Sexualität. Das eigentlich französische Parfum, das bewirkt, dass man Nizan nicht einfach nur in die deutsche Tradition einstufen kann. Und das führt zu dieser kosmopolitischen Position, die im Zentrum von Nizans Schreiben steht. J'en reviens toujours à cette idée de cosmopolitisme qui est vraiment au cœur de l'œuvre de Paul Nizan. Die Musikalität in Nizans Sprache, die Klangfarbe seiner Wortkombinationen, dies alles schleicht sich nicht einfach an der Schreibmaschine in die Texte ein. Ein Tonbandgerät verrät das Geheimnis der Musikalität dieser Sprache. Mit ihm nimmt Nizan auf, was er geschrieben hat. Die schönste Landschaft auf Erden, die weibliche Hügellandschaft, deren Bewohner Eros heißt und deren Versprechen die tiefe Lust ist, die in den Schlaf mündet, den Bruder des Todes. Sie ist das Ziel der Reise und der Ursprung der Schöpfung. Alle Künstler und Dichter haben ihr gehuldigt, betört von der Schönheit. Sie hat Kriege entfesselt, Reiche gegründet, Reiche zerstört und die Liebe erfunden, die sehend macht, aber auch blind. Grund zum Glück wie zum Unglück, weil das Glück nie währt, sondern vergeht oder enttäuscht und zum Grab des Traums wird. Die schönste Landschaft auf Erden, die weibliche Hügellandschaft, lieblich und von ewiger Jugend, ist eine Grablandschaft. Darum wird sie Schlange geheißen, die Schöne, weil sie gefährlich ist. Und nun liegt sie da im Liegestuhl und hat die Augen geschlossen und tut so, als schlafe sie, während Mund und Brüste und Schenkel dich anschauen und das uralte Versprechen formen. Die entsetzliche Geschichte haben irgendwie Schwierigkeiten mit ihrer Sprache, was die Schweizer überhaupt nicht haben. Daher ist es irgendwie ein romanisiertes Deutsch. Es ist eine perfekt, total wunderbare deutsche Sprache, aber die irgendwie anders atmet. Es gibt diese innere Verwandtschaft, dieses Unkomplizierte. Ja. Einfach drauf losschreiben. Nicht? Das ist bei ihm, er nimmt kein Blatt vom Mund. Nicht wahr? Er schreibt so unglaublich aufgelöst, würde ich fast sagen. Diese Frauengeschichten sind doch ganz wunderbar. Und in der deutschen Literatur unter ganz anderer Form. Diese Freiheit der Sexualität gegenüber findet man schwer, glaube ich, auch heute in der deutschen Literatur. Leben ist Schreiben. Schreiben heißt, sich zu befreien. Inwiefern ist denn das Schreiben mit der Erotik verbunden? Insofern es mit dem Schöpferischen zu tun hat und das Schöpferische natürlich mit der Liebe und mit dem Sexus zu tun hat. Ich habe mir einmal gedacht, ich kann eigentlich nur aus einer großen Liebe oder Liebesverlangen oder Liebesnot oder aus einem entsprechenden Enthusiasmus
rausschreiben oder als Hass. Aber ich kann nicht aus einer kühlen, mittleren Lage heraus. Ich kann natürlich, ne, ich muss mich schon entweder aus einem großen Entbehren in die Schrift werfen oder aber aus einem Trop-plein, wenn alles überfließt und so weiter. Aber das ist nur eine persönliche Veranlagungssache. Aber ich glaube, das erotisiert sein, was im weitesten Sinn natürlich mit Lebensliebe und Menschenliebe zu tun hat, aber der Funke geht ja immer von dem großen erotischen Versprechen der Frau aus. Odile, Nisons dritte Frau, bleibt auch nach der Scheidung weiterhin seine Muse. Sie teilt mit ihm die Ansicht vom Leben, das ganz und nicht zum Teil gelebt werden will. Ich glaube, es ist eigentlich unmöglich, mit einer solchen Person zusammenzuleben. Mir aber sagte das zu, denn ich bin überzeugt davon, dass die Liebe und das Schöpferische eins sind und beide Absolutheit verlangen. Es ist diese Rigidität in der Liebe und in der Kreativität, die eine große, eine andere Vision vom Leben hervorrufen kann. Sie erzeugt eine Lust zu leben, eine Erscheinungsform von Leben, dem ohne die Liebe jede Intensität fehlt. In dieser Auffassung haben wir uns getroffen, trotz Altersunterschiede und verschiedenen Sprachen. In einem ihrer Werke diesen Ausbruch aus einem bürgerlichen Leben, das wir dann, Häsli und ich, halt geführt haben. Ich lese aus der Erzählung Untertauchen, Protokoll einer Reise. Die Erzählung handelt von einem jung verheirateten Mann, Journalist, der im Auftrag einer Zeitung nach Barcelona fährt, widerwillig und dort kaum angekommen in den Schatten taucht. Er kommt sich und seinen ganzen Verhältnissen abhanden. Am Schluss des Buches ist er allein, aus seinen familiären und seinen beruflichen Situationen entlassen. Es war ein Nachtlokal, wie ich dem Eingang mit den aushängenden Fotos, vor allem aber der jetzt bei Tageslicht nicht brennenden Neonschrift anmerkte. Diesen auf dem Stein angebrachten, unangezündet nackt wirkenden Glaskörperchen der Buchstaben. Sie buchstabierten La Buena Sombra. Wir tanzten ohne zu reden und ich starrte in diese Züge, in die glänzend braunen Augen, den leichten Trotz um den Mund. Ich spürte, dass dieser Haut jederzeit das Blut zu Kopfe steigen konnte. Ich sah das kindliche und ahnte verhaltenes Feuer. Die Möglichkeit zu einer übermütigen Lustigkeit witterte ich und eine momentane Sorge, die sie gefangen nahm. Ich fühlte Weichheit in ihrem Körper und spürte das Gelenkige auf, auch Träges. Und staunend, nein, fassungslos wurde mir bewusst, dass mir alles an dieser Frau gefiel. Ausgebildeter Kunsthistoriker, der er ist, hat Nison die Schweizer Kunstkritik belebt, erneuert sogar, weil er sie mit dem Impetus des Literarischen aufgeladen hat. Persönlich ist mir natürlich unvergesslich aus meiner eigenen Kunsthistoriker-Ausbildung ihr Werk, Diskurs in der Enge. Die alten Professoren sagten, ihr müsst die Bibel lesen, ihr müsst Ovid lesen und so weiter. Aber in meiner Generation hat man ihr Buch gelesen. Jeder, der sich mit Schweizer Kunst beschäftigt hat, hat ihr Buch gelesen. Und was sie da geschrieben haben, hat uns dann unsere eigenen Ideen untermauert. Diskurs in der Enge ist ein ganz wichtiges Werk. Nison versucht darin zu beantworten, weshalb viele Schweizer Künstler ihren Erfolg im Ausland suchen müssen. Die Auseinandersetzung mit dieser Enge, mit der Schweiz, aber setzt sich durch Nisons ganzes literarisches Tun fort. Für die Psyche des Autors. Weil dass die Lebensuntüchtigkeit, die Schläfrigkeit,
die selbstmörderische Lethargie dieser Figur als Krankheit verspätet dann in mir ausgebrochen ist. Nachdem ich gedacht habe, jetzt habe ich diesen Kerl, von dem ich schon gedacht habe, er hat mit mir zu tun, umgebracht, also mich von dieser Veranlagung befreit. In Wirklichkeit aber brach diese im Buch intensivierte Veranlagung dann in mir selber als Krankheit aus. Inzwischen war wieder eine Scheidung in der Nähe, bei einer zweiten Ehe. Inzwischen war diese, wie ich es nenne, Liebesvergiftung mit meiner dritten Frau, Odile, einer Französin, nach gut geworden. Und ich habe diese gesammelte Krise benutzt, um die Schweiz und mein bisheriges Leben zu verlassen und neu anzufangen in Paris, in einer kleinen Wohnung, die mir von einer verstorbenen Tante zugefallen ist. Es ist ein Bruch in der persönlichen Existenz, ein Neuanfangen völlig allein. Es ist ein Bruch in der künstlerischen Existenz, in einem anderen Sprach- und Kulturraum als Null anzufangen. Vorher hatte ich einen Namen durch meine Bücher, auch als Kritiker. In Paris war ich Null. Und das war natürlich eine unerhörte Freiheit. Etwas schreiben oder an Land ziehen, das heißt zu Papier bringen. Sonst wirst du krank in dieser Freiheit, unumschränkten. Fast trunken von der Faszination der Stadt, beschwört Nison Paris in pathetischem Anruf. Nimm mich an, bring mich hervor, schrie ich, während ich herumlief. Ich lasse dich nicht, ich will in die Welt. Ich krabbelte durch die abertausend Glieder der Breitgelagerten. Ich schlenderte, stakte, marschierte, rannte durch die Straßen, mit den Beinen durch die unteren, mit den Augen durch die oberen, zwischen den Dächern, in den Straßenfluchten mit dem herrlich kanalisierten Himmel, dem hellsten Himmel der Welt, stand ich wie in endlos fortgesetzten Kirchenschiffen. Ich sah die Flanken entschweben im alles verzaubernden Licht. Da fuhren sie aus und weg, die weißlichen Häuser fluchten, blinzelnd mit allen Ritzen ihrer Jalousien. Und ich lief an den Trottoiren, unter den Markisen, an den Läden und Bars entlang, Schönheit vor Augen. Ich sah das. Da gab es seinen Vorgänger, das war der berühmte Nison. Aber das war ein bisschen schwierig. Der ist von einer Dienstreise nicht mehr zurückgekommen. Der hat sich abgesetzt. Der hat doch recht gehabt. Wir hätten das auch tun sollen. Das haben Sie auch sehr schön beschrieben, Herr Nison, in einem Ihrer Werke, diesen Ausbruch aus einem bürgerlichen Leben, das wir dann, Häsli und ich, halt geführt haben. Ich lese aus der Erzählung Untertauchen, Protokoll einer Reise. Die Erzählung handelt von einem jung verheirateten Mann, Journalist, der im Auftrag einer Zeitung nach Barcelona fährt, widerwillig und dort kaum angekommen in den Schatten taucht. Er kommt sich und seinen ganzen Verhältnissen abhanden. Am Schluss des Buches ist er allein, aus seinen familiären und seinen beruflichen Situationen entlassen. Es war ein Nachtlokal, wie ich dem Eingang mit den aushängenden Fotos, vor allem aber der jetzt bei Tageslicht nicht brennenden Neonschrift anmerkte. Diesen auf dem Stein angebrachten, unangezündet nackt wirkenden Glaskörperchen der Buchstaben. Sie buchstabierten La Buena Sombra. Wir tanzten ohne zu reden und ich starrte in diese Züge, in die glänzend braunen Augen, den leichten Trotz um den Mund. Ich spürte, dass dieser Haut jederzeit das Blut zu Kopfe steigen konnte. Ich sah das kindliche und ahnte verhaltenes Feuer. Die Möglichkeit zu einer übermütigen Lustigkeit witterte ich und eine momentane Sorge, die sie gefangen nahm. Ich fühlte Weichheit in ihrem Körper und spürte das Gelenkige auf, auch Träges. Und staunend, nein, fassungslos wurde mir bewusst,
dass mir alles an dieser Frau gefiel. Ausgebildeter Kunsthistoriker, der er ist, hat Nison die Schweizer Kunstkritik belebt, erneuert sogar, weil er sie mit dem Impetus des Literarischen aufgeladen hat. Persönlich ist mir natürlich unvergesslich aus meiner eigenen Kunsthistoriker-Ausbildung ihr Werk, Diskurs in der Enge. Die alten Professoren sagten, ihr müsst die Bibel lesen, ihr müsst Ovid lesen und so weiter. Aber in meiner Generation hat man ihr Buch gelesen. Jeder, der sich mit Schweizer Kunst beschäftigt hat, hat ihr Buch gelesen. Und was sie da geschrieben haben, hat uns dann unsere eigenen Ideen. Die Generation zählte, von denen, die eigentlich alle sich münchhausnerisch an eigenen Zopf aus dem Nichts hervorgezogen haben. Ich liebe den Mann, ich liebe den Umstand, dass ich in seine Nähe ziehen durfte. Der Umzug in die neue Wohnung 2008 führte Nison ins Quartier Montparnasse, ins legendäre Künstlerviertel vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Was mich interessiert, ist das Gewebe des Lebens mit Wortkolonnen abzuführen und an mich zu bringen, weil ich eigentlich von der Grundüberzeugung ausgehe, dass das Leben eine ziemlich undurchsichtige Angelegenheit ist. Und dass die Leute, die mit Geschichtenstrategien vorgehen, Gefahr laufen, diese komplexe Größe zu banalisieren. Der Schriftsteller Georges Arthur Goldschmidt. Als zweisprachiger Autor in Paris hat er einige seiner französisch geschriebenen Bücher selber ins Deutsche übersetzt. Er ist eine deutschsprachige Antwort gegen, nicht an, gegen das geläufige Deutschlandbild oder Deutschbild, das die Franzosen haben. Und da kommt plötzlich der Nison ganz einfach und schreibt dieses wunderbare Deutsch. Es ist eine freie Sprache, eine Sprache der Toleranz. Die Deutschen durch die entsetzliche Geschichte haben irgendwie Schwierigkeiten mit ihrer Sprache, was die Schweizer überhaupt nicht haben. Daher ist es irgendwie ein romanisiertes Deutsch. Es ist eine perfekt, total wunderbare deutsche Sprache, aber die irgendwie anders atmet. Es gibt diese innere Verwandtschaft, dieses Unkomplizierte, einfach drauf losschreiben. Nicht, das ist bei ihm, er nimmt kein Blatt vom Mund, nicht wahr? Er schreibt so unglaublich aufgelöst, würde ich fast sagen. Diese Frauengeschichten sind doch ganz wunderbar und in der deutschen Literatur unter ganz anderer Form. Diese Freiheit der Sexualität gegenüber findet man schwer, glaube ich, auch heute in der deutschen Literatur. Leben ist Schreiben. Schreiben heißt, sich zu befreien. Inwiefern ist denn das Schreiben mit der Erotik verbunden? Insofern es mit dem Schöpferischen zu tun hat und das Schöpferische natürlich mit der Liebe und mit dem Sexus zu tun hat. Ich habe mir einmal gedacht, ich kann eigentlich nur aus einer großen Liebe oder Liebesverlangen oder Liebesnot oder aus einem entsprechenden Enthusiasmus rausschreiben oder aus Hass. Aber ich kann nicht aus einer... Das ist ein gutes Zeichen, dass da, wo ich jetzt versuche, mich einzuleben, in den Bannkreis dieses von mir sehr verehrten Künstlers stoße, der aus Litauen herkam und der zu diesem künstlerischen Lumpenproletariat der Zwischenkriegsgeneration zählte, von denen, die eigentlich alle sich münchhausnerisch an eigenen Zopf aus dem Nichts hervorgezogen haben. Ich liebe den Mann, ich liebe den Umstand, dass ich in seine Nähe ziehen durfte. Der Umzug in die neue Wohnung 2008 führte Nison ins Quartier Montparnasse, ins legendäre Künstlerviertel vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Was mich interessiert, ist das Gewebe des Lebens mit Wortkolonnen abzuführen und an mich zu bringen, weil ich eigentlich von der Grundüberzeugung ausgehe, dass das Leben eine ziemlich undurchsichtige Angelegenheit ist. Und dass die Leute, die mit Geschichtenstrategien vorgehen, Gefahr laufen, diese komplexe Größe zu banalisieren.
Der Schriftsteller Georges Arthur Goldschmidt. Als zweisprachiger Autor in Paris hat er einige seiner französisch geschriebenen Bücher selber ins Deutsche übersetzt. Er ist eine deutschsprachige Antwort gegen, nicht an, gegen das geläufige Deutschlandbild oder Deutschbild, das die Franzosen haben. Und da kommt plötzlich der Nison ganz einfach und schreibt dieses wunderbare Deutsch. Es ist eine freie Sprache, eine Sprache der Toleranz. Die Deutschen durch die entsetzliche Geschichte haben irgendwie Schwierigkeiten mit ihrer Sprache, was die Schweizer überhaupt nicht haben. Daher ist es irgendwie ein romanisiertes Deutsch. Es ist eine perfekt, total wunderbare deutsche Sprache, aber die irgendwie anders atmet. Es gibt diese innere Verwandtschaft, dieses Unkomplizierte. Einfach drauf losschreiben. Nicht, das ist bei ihm, er nimmt kein Blatt vom Mund, nicht wahr? Er schreibt so unglaublich aufgelöst, würde ich fast sagen. Diese Frauengeschichten sind doch ganz wunderbar und in der deutschen Literatur unter ganz anderer Form. Diese Freiheit der Sexualität gegenüber findet man schwer, glaube ich, auch heute in der deutschen Literatur. Leben ist Schreiben. Schreiben heißt, sich zu befreien. Inwiefern ist denn das Schreiben mit der Erotik verbunden? Insofern es mit dem Schöpferischen zu tun hat und das Schöpferische natürlich mit der Liebe und mit dem Sex in einem totalitären oder System leben. Für wen schreiben Sie? Wenn ich mir also vorstelle, dass ich für einzelne, für einzelne Leute zu schreiben und etwas zu sagen zu haben, so muss das keine Wirkung haben. Das ist klar. Das ist einmal klar. Das andere. Das andere, warum ich für mich schreibe, da gibt es noch eine andere Antwort. Das geschieht aus einer Art Auflehnung, Rebellion oder Stolz zu leben, nicht in einer Bewusstlosigkeit oder, wie ich es nenne, in einer richtigen Untermiete zu verbringen. Nämlich in der Untermiete von Vorstellungsklischees, die man einfach übernimmt, einfach weil sie einem mit einer Glocke eingeläutet worden sind. Für mich ist eigentlich der erste Gegenstand deines Engagements zu leben, als Datum überhaupt, schon nur aus dem Grund, weil es vermutlich nur einmal stattfindet. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang immer nur diesen schöpferischen Prozess, in dem ich mich seit eh und je befinde und gefangen fühle, als meine Lebenskondition empfunden. Und es ist natürlich auch eine Last, aber ich habe kein anderes Leben. Wie leben Sie in der Schweiz? Ich lebe ziemlich exklusiv. Ich lebe ziemlich exklusiv, unoffiziell, unoffiziös. Eine der Freiheiten im freien Beruf sehe ich darin, dass ich nur mit Leuten und Institutionen zusammenkommen muss, die mir direkt etwas bedeuten. Ich sehe nicht drin, dass ich nur muss mit Leuten und Institutionen zusammenkommen, wo mir direkt etwas bedeuten. Was sind das für Beispiele? Beispielsweise merke ich, mit einzelnen Ausnahmen, dass es Menschen sind, von denen man sagen kann, sie wären in einer Art Untergrund. Oder nicht integriert in das, was man die Gesellschaftsschichten nennt. Zum Beispiel Mahler. Unter ihnen Friedrich Kuhn. Friedrich Kuhn, der große Ungebärdige, war jahrzehntelang ein legendenumwitterter Geheimtipp. Paul Nison hat Friedrich Kuhn früh schon und zu Lebzeiten ein Buch gewidmet. Er straft mit seiner kolossalen Existenz die Scheinheiligkeit der Bürger und Polizei, aller patriotischen Credos und Fanatismen Lügen, auch die Fadenscheinigkeit normaler Karrieresucht. Er dichtet das gesellschaftlich Geltende um in absurde Märchen, in welchen nur die scheinbar sinnlosen Freuden und fantastischen Ungereimtheiten Geltung besitzen. Wenn es sein muss, ist er schnell ein Chicago Cosa Nostra. Und Ausdünstungen ist? Wir waren befreundet und waren beide Paris besessen, hatten auch mal ein Projekt, was wir zusammen machen wollten, nämlich Urbomanie. Die größte Lehre der Menschlichkeit sind diese untergründigen Transportmöglichkeiten.
Welten, wo alle Unterschiede abgeschafft werden, Unterschiede der Klasse, des Reichtums, der Geltung, der Sprache, der Bedeutung und alle in diesem Orkus vorbeitransportiert werden und hoffen, dass sie je wieder ins Tageslicht kommen und was bei einigen nicht stattfindet. Also, ich liebe die Metro. Die Straße vor und zur nächsten Station laufen ist immer ein Weglaufen. Und schon beim Abstieg, im Anprall dieses warmen, dumpffauligen Aufwinds, der einen anfällt und packt, dass man sich dagegen stemmen muss und nach den wegflatternden Mantelstößen greift, an den paar empor und ans Tageslicht steigenden Unbekannten vorbei, die ich grüßen möchte. Ich grüße sie insgeheim. Schon beim Abstieg wird mir immer gleich wohler und leichter. Unten habe ich immer dieses Solidaritätsgefühl, weil ich vor lauter Mitlaufen, Mitgehen ganz von mir absehen kann, ganz von mir freikomme. Mehr noch als an den Stationen empfinde ich es in den langen, hallenden Gängen, die man beim Umsteigen von einer Linie zur anderen zu durchqueren hat. Es ist kühl und kalt hier, kahl hier, und ich laufe in diese andrängenden Gruppen, Massen, Armeen hinein, bis ich nur noch Beine sehe, mich kreuzende Beine, Hosenbeine, Strumpfbeine und Schuhe aller Art, hochgesockelte, Stöckelschuhe und Espadrille, Turnschuhe, Stiefel, ein Wald von Beinen. Hier beim Besuch in Bern 2009 holt Nison unversehens seine Vergangenheit ein. Eine, die mittlerweile längst Literatur geworden ist. Nison war nämlich als Kunstkritiker der Neuen Zürcher Zeitung ein Vorgänger von Matthias Frehner. Und der hat jetzt als Direktor des Kunstmuseums Bern Nison zur Moser-Ehrung eingeladen. Bevor ich hierher kam, war ich Kunstredaktor der Neuen Zürcher Zeitung. Und da hat mir mein Vorgänger Richard Häsli immer so geheimnisvoll gesagt, da gab es seinen Vorgänger. Das war der berühmte Nison. Aber das war ein bisschen schwierig. Der ist von einer Dienstreise nicht mehr zurückgekommen. Der hat sich abgesetzt. Der hat doch recht gehabt. Wir hätten das auch tun sollen. Verschieden, wie Wege sind und wie der Berge grenzt, das Engeln auch zum Lob gerecht. On va le refaire, parce qu'il y a le type qui ne fait pas. Mais comment on va le faire où? Ein Schweizer Schriftsteller, ein deutschsprachiger Autor in der frankophonen Welt. Il a été bien accueilli par le public français d'abord. Die Leser Frankreichs haben Nison gut aufgenommen. Er brachte denn auch etwas anderes als das Vertraute, nämlich eine Tiefe, die sich als Leichtigkeit ausgibt. Jenen Reichtum an Imagination, der Nison eigen ist. Hinzu kommt, dass er das Glück hatte, ganz vorzügliche Übersetzer zu haben. So kam es, dass sein Ansehen nach dem Erscheinen von Das Jahr der Liebe kontinuierlich wuchs. Ich war ein fanatischer Staatsstreicher, weil für mich eigentlich das Schreiben auch eine physische Angelegenheit war. Ich musste mich unaufhörlich reiben an der Realität des Außenlebens, auch um meine Sätze ins Rollen zu bringen. Ich habe oft gedacht, ich stampfe sie mit meinem Körper, mit meinen Schritten, in meinen Märschen aus. Nison erfindet als Figur den Geher, der wohl er selber ist. Gehend erfährt er seine Themen. Findet er seine Stoffe, eignet er sich die Stadt an. Auf dem Weg zum Atelier, auf dem Arbeitsweg. Die Vorstellung der Schöpfung ist dem schweizerischen Denken vollkommen fremd. Das gibt es nicht. In der Schweiz ist irgendein merkwürdiger, harter Begriff einer Durchschnittlichkeit oder sagen wir einer angewandten Kunst oder einer kommentarhaften Kunst oder einer rabauzig-unterschwelligen. Aber die Kunst als eine wirklich göttliche Schöpfung mit allen Ingredienzen der Tiefe, der Schönheit, der Gewalt, das ist etwas, was dem
dem schweizerischen Demokratieverhältnis zutiefst widerspricht und verdächtig ist. Meine Vorstellung von Arbeit ist wirklich eine vollkommene Zelle und auch die Zelle der Schöpfung und die im Grunde genommen etwas Trauriges hat, aber auch etwas Göttliches und vor allem etwas vollkommen Reines und völlig Ausgeschnittenes aus allem. Und dann wird draußen auf der Straße wird das Gefäß wieder gefüllt, der Becher wird zum Überlaufen gebracht, der Innere. Schreibend will sich Nison das Leben aneignen. Aber wo ist das Leben? Fragt er im Titel eines Buches. Mäßig nicht nur kritisch, sondern sehr abwehrend gegenüber. Sehr abwehrend gegenüber. Ja, es hat schon mit natürlich das demokratische System, ja. Ich möchte auf keinen Fall in einem totalitären oder System leben. Für wen schreiben Sie? Wenn ich mir also vorstelle, dass ich für Wenn ich mir vorstelle, für einzelne Leute zu schreiben und etwas zu sagen zu haben, so muss das keine Wirkung haben. Das ist klar. Das ist schon mal klar. Das andere. Das andere, warum ich für mich schreibe, da gibt es noch eine andere Antwort. Das geschieht aus einer Art Auflehnung, Rebellion oder Stolz zu leben, nicht in einer Bewusstlosigkeit oder, wie ich es nenne, in einer richtigen Untermiete zu verbringen. Nämlich in der Untermiete von Vorstellungsklischees, die man einfach übernimmt, einfach weil sie einem mit einer Glocke eingeläutet worden sind. Für mich ist eigentlich der erste Gegenstand eines Engagements zu leben, als Datum überhaupt, schon nur aus dem Grund, weil es vermutlich nur einmal stattfindet. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang immer nur diesen schöpferischen Prozess, in dem ich mich seit eh und je befinde und gefangen fühle, als meine Lebenskondition empfunden. Und das ist natürlich auch eine Last, aber ich habe kein anderes Leben. Wie leben Sie in der Schweiz? Ich lebe ziemlich exklusiv. Ich lebe ziemlich exklusiv, unoffiziell, unoffiziös. Eine der Freiheiten im freien Beruf sehe ich darin, dass ich nur mit Leuten und Institutionen zusammenkommen muss, die mir direkt etwas bedeuten. Ich sehe nicht drin, dass ich nur muss mit Leuten und Institutionen zusammenkommen, die mir direkt etwas bedeuten. Was sind das für Beispiele? Beispielsweise merke ich, mit einzelnen Ausnahmen, dass es Menschen sind, von denen man sagen kann, sie wären in einer Art Untergrund. Oder nicht integriert in das, was man die Gesellschaftsschichten nennt. Zum Beispiel Mader. Unter ihnen Friedrich Kuhn. Friedrich Kuhn, der große Ungebärdige, war jahrzehntelang ein legendenumwitterter Geheimtipp. Paul Nison hat Friedrich Kuhn früh schon und zu Lebzeiten ein Buch gewidmet. Er straft mit seiner kolossalen Existenz die Scheinheiligkeit der Bürger und Polizei, aller patriotischen Credos und Fanatismen Lügen, auch die Fadenscheinigkeit normaler Karrieresucht. Er dichtet das gesellschaftlich Geltende um in absurde Märchen,